Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es einmal darum gehen, wie wir in Dead by Daylight unsere FPS boosten können bzw. erhöhen können. Zeige ich euch heute ein paar Tipps und Tricks und zwar nicht obviously die Einstellungen ändern bzw. die Einstellungen runtersetzen, sondern halt ein paar vielleicht ein bisschen more advanced oder halt ein paar Kniffe und Tricks, die wir uns auf unserem Betriebssystem einfach vornehmen können, zeige ich euch heute. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Euch kostet es nichts, mir macht es eine Riesenfreude und demnach, warum denn auch nicht. Genau, jetzt starten wir direkt ins Video rein. Und zwar, wir beginnen einfach mal damit, dass wir den Energiesparplan ändern, indem wir einfach mal in die Suche eingeben, Energiesparplan bearbeiten und dann gehen wir hier zurück auf die Energieoptionen und wählen hier den besten Plan aus. In meinem Fall ist das jetzt hier ultimative Leistung, stellt ultimative Leistung auf Higher-End-PCs bereit. Genau das wollen wir. Dann können wir das auch schon wieder schließen. Weiters gehen wir dann in den Task Manager und ändern dann hier unsere Priorität. Bei euch sieht das wahrscheinlich so aus, gehen auf mehr Details. Wählen dann jetzt hier Dead by Daylight aus, gehen jetzt hier Rechtsklick drauf, gehen auf zu Details wechseln, gehen dann hier unbedingt darauf achten, dass wir jetzt hier nichts anderes auswählen, aber das schafft ihr definitiv. Wieder Rechtsklick drauf und dann bei Priorität festlegen. Vierter Punkt, können wir jetzt hier, also bei euch ist standardmäßig normal eingestellt, zwischen Niedrig und Echtzeit wählen. Echtzeit das höchste, Niedrig das niedrigste. Ich wähle jetzt hier einfach mal Echtzeit aus, klickt auf Priorität ändern. Und dann hat sich das Ganze schon geändert. Sollte definitiv einen Unterschied machen. Dann weiters gehen wir noch einmal in die Einstellungen. Und hier gehen wir mal auf Spielen und auf Spielmodus. Und hier kann ich euch das dann unbedingt ans Herz legen, dass ihr den Spielmodus mal aktiviert. Hier sehen wir sie, optimieren sie ihren PC für Spiele, indem sie Dinge im Hintergrund ausschalten. Perfekt ein. Gehen zurück auf Spielen, gehen hier bei Aufzeichnungen unbedingt auch ausschalten. Brauchen die wenigsten und es zieht einfach nur unnötig Leistung im Hintergrund, dementsprechend ausstellen. Xbox Game Bar könnt ihr auch ausstellen, müsst ihr aber nicht. Für alle Windows 11 Nutzer geht ihr dann auch noch bei Barrierefreiheit rein, geht auf visuelle Effekte und schaltet mal die ganzen Animationseffekte etc. aus. Die ziehen nämlich mehr als man denkt und braucht man sowieso nicht. Also wenn ihr mehr FPS haben wollt, unbedingt das Ganze einmal mal ausstellen. Ja, das war jetzt sehr viel Information in sehr kurzer Zeit, aber ich denke mal, dass das Ganze euch helfen kann. Wenn das ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo, wenn nicht, unbedingt einen Kommentar da lassen, dann schauen wir uns das Ganze gemeinsam an. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video, ciao Leute, pfiat euch und baba.